Einen wunderschönen guten Abend auf der Gulasch-Programmiernacht Nummer 21. Letzter Tag des Tag 2. Ihr seid hoffentlich alle schon gut betschunkt. Es wird spannend, es wird hell, es wird interessant, es wird lehrreich, es wird unterhaltsam. Without further ado, die wunderbare Sarah mit Schweißen für Nerds, The Good, The Bad and The Pain. Herzlich willkommen! Sorry, ich muss das hier erstmal. So, Schnauze. Okay, wer war letztes Jahr schon da? Habt ihr Hausaufgaben gemacht? Wer schweißt schon mal? Wer hat schon mal geschweißt? Cool. Wer hat schon mal dieses Elektrodenschweißen, das mit diesen Stäben und so? Cool. Wer hat schon mal das Schutzgasschweißen, das mit dieser Pistole, wo dann der Draht rauskommt? Cool. Und wer hat dieses andere verrückte Format gemacht, so mit diesem Brenner und diesem Draht, den man da so... Ja, willkommen im Club. Genau, um das geht es nämlich heute. The good, the bad, the painful. Also schmerzhaft. Ja, ich habe mich ja einmal dran verbrannt und ansonsten, weil es einfach eine sehr steile Lernkurve ist. Nun gut, ich mache eigentlich normalerweise so Elektrotechnik-Dinge. Ich bin selbstständig, ich mache Consulting und bin irgendwann vor 1000 Jahren in dieses Rabbit Hole gefallen von lass mal Autos schrauben. Und wenn man alte Karren macht, dann hat man irgendwann auch zwangsläufig ein Schweißgerät in der Hand und fängt dann an, irgendwie so Bleche einzuschweißen, so Rost raus, Blech rein. Und auch dir passiert es. Und ja, das war dann zuerst erstmal so ein Werkzeug, und um eine Karre wieder flott zu kriegen. Und dann irgendwann war so dieses, hey, das ist scheiße, das ist eigentlich total cool. Lass das mal doch ein bisschen weiter verfolgen. Und ja, wie das da schon steht, ne? Der beste Grund ist, weil Spaß macht, weil man Dinge machen kann. Wir SchreibtischtäterInnen und Computermenschen und solche Sachen, so die ganze Zeit irgendwie an der Tastatur zu hocken und irgendwie den Gollum zu machen, so, dann ist es schon mal super befriedigend, irgendwas mit den Händen zu machen, mal was zu bauen und mal richtig zu sägen und es mal was richtig zu machen, was physical. Man kann Dinge reparieren, Autos zum Beispiel. Manche Leute mögen irgendwie heißen Stahl, heiße Metalle, Funken, solche Sachen. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag das. So ein bisschen flexen, ein bisschen schweißen und so. Und naja, Autoschrauben habe ich schon erwähnt. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen, warum ich in dieses Rabbit Hole reingefallen bin. Und es ist anspruchsvoll. Das soll man echt nicht denken. Schweißen ist eine super, super anspruchsvolle Geschichte, wenn man jenseits von dem Braten sein will. Man kann irgendwie so ein bisschen was machen, aber das ist dann nicht Schweißen, es ist Braten. Und Schweißen ist dann halt eben, ich zeige dir noch ein paar schöne Schweißstellen, die den Namen verdienen. Genau. Es gibt also für den Hausgebrauch irgendwie so drei Hauptverfahren. Das eine ist dieses E-Hand oder SMAW, Shielded Metal Arc Welding, oder MMA, oder eben dieses Elektrodenschweißen. Das ist das mit dieser Zange, und da kommt diese Elektrode rein und dann hofft man, dass es zündet. Das andere ist Mi'kmaq, das ist dieses Schutzgasschweißen, was man halt eben für die Karosserie zum Beispiel braucht. Oder um mal irgendwie was Größeres runterzurocken und präzise schweißen können. Und da kommt halt eben der Draht raus und das ist ganz schick. Mache ich vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr ist das WIG-Schweißen, Wolfram-Inertgas-Verfahren dran. Nochmal so ein Bild, das ist das Elektrodenschweißen, the ugly one, das fürchterlich dreckige Schweißnähte, man muss hinterher viel sauber machen, aber man kann es auch draußen machen und bei Wind. Es gibt Leute, die machen das unter Wasser, Industrietaucher, das ist ziemlich robust, das ist das hier mit dieser Pistole, das ist das Mi'kmaq-Schweißen.
Ich habe selber lange ein bisschen gebraucht, warum Milk und Mark und was ist das nun? Und das hängt an dem Gas, was da rauskommt. Wenn man jetzt zum Beispiel Sachen macht, so wie Stahl, Karosseriebau oder so, dann ist es Aktivgas, Metallaktivgas. Das ist also, was weiß ich, 82% Argon und 18% CO2. Das bringt ein bisschen Kohlenstoff da rein. Das Inertgas, das ist reines Argon. Zum Beispiel für Aluminium, man kann auch Aluminium mit MIG machen. Edelstahl kann man mit dem Zeugs machen. Das sind noch ein paar Parameter drumherum. Die mache ich dann vielleicht nächstes Jahr, wenn ich mir ein neues Schweißgerät gekauft habe. Also diese MIG- und MAG-Geschichte, das hängt am Gas. Und wie gesagt, nächstes Jahr. Genau. Auf dem Bild sieht man auf der linken Seite so ein Prinzipbild. Das ist einmal so dieser Brenner. Nein, es gibt leider keine Live-Demo, weil wir nicht genügend Schweißhelme haben. Das ganze Ding nennt man Schlauchpaket. Anschluss für Strom, Anschluss für Gas, Anschluss für den Taster. Auf der anderen Seite, das ist der Brenner. Ich habe die Elektrode, die angespitzte, die hatte ich ein bisschen reingetan, damit das nicht so pieksig ist beim Transport. Das ist der Brenner. Schöner Taster dran, manche haben zwei für High oder Low und so. Genau. Auf dem Bild kann man links sehen, ist durch Schlauchpaket kommt halt eben Strom und das Gas. Dann gibt es irgendeine Einrichtung, wo dann halt eben das Gas an dem Elektrodenhalter vorbeiströmen kann und die ganze Schweißstelle ummanteln kann. Allen Sauerstoff, alle anderen Gase werden weggespült, weggeblasen. Und dass man dann halt eben an der Schweißstelle, dort wo das Schweißbad ist, eine reine Argonatmosphäre hat. Es gibt so ein paar Unterschiede. Manche Leute schweißen auch noch mit Helium und mit Wasserstoff, also Argon mit ein bisschen Zusatz. Aber das ist dann so ein bisschen speziellere Geschichte. Und dann dieses Ding, was so links reinkommt, das ist halt eben so ein Schweißstab. Das ist jetzt Stahl mit Kupfer ummantelt, aus Gründen. Und das ist jetzt Aluminium. Die gibt man halt eben zu. Man beobachtet das Schweißbad und tuckt da immer so ein bisschen rein. Hört sich fürchterlich einfach an, ist fürchterlich kompliziert und extrem frustrierend zu Anfang. Also ich bin immer noch am Lernen, ich bin eigentlich total bloody Beginner. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Pornbilder gucken, kein guter Talk ohne Porn, zumindest nach meiner Definition. Also ich bin neidisch, ich bin hochgradig neidisch. Links ist eine Rohrleitung. Die werden übrigens, die Rohre werden angeschliffen, so in ungefähr in diesem 30-Grad-Winkel. Und dann wird in dieser untersten Stelle erstmal die Wurzelnaht gelegt. Manchmal mit einem anderen, eigentlich in diesem Fall jetzt mit Stahl, erstmal die Wurzelnaht einmal drumherum. Und dann wird das so schichtweise aufgebaut und zwischendrin auch mal geröntgt, wenn es kritisch ist, um zu sehen, ob da irgendwelche Einschlüsse sind oder ob da vielleicht vom Wolfram die Spitze irgendwie sich verabschiedet hat oder Luftanschlüsse sind oder solche Sachen. Und dann, wenn das jemand richtig, richtig gut kann, das sind Leute, die irgendwie 10, 20, 30 Jahre als Schweißer arbeiten, die können sowas. Das zweite von links, ich habe es in einer Reddit-Schweißporn-Geschichte gefunden. Ich finde es einfach unfassbar schön. Und die Person kann das. Es ist jetzt eine Ziernaht. Das ist jetzt nichts Relevantes. Dann das zweite von rechts. So ungefähr sieht Edelstahl aus, wenn man es richtig macht. Dieser Einbrand, diese bläuliche Zone neben diesen Schweißpunkten, das ist so der Einbrand, der Rest ist dann halt eben not heat affected. Ich gucke zu viel Schweißvideos auf YouTube auf Englisch.
Und dann rechts, das ist eine unfassbar schöne Aluminiumschweißnahezu. Schweißpunkt für Schweißpunkt für Schweißpunkt für Schweißpunkt. Es sieht fantastisch aus. Sarah, du hast noch einen Talk zu halten. Ich weiß. Und Realität? Bitte? Kommen wir dazu. Aber lass uns erstmal Dinge machen. Also, das ist mein Schweißgerät. Wenn ihr Bock habt, sowas zu machen, überhaupt schweißen, lasst den Baumarkt bitte links liegen. Ganz ernsthaft, in Karlsruhe kann ich am Rheinhafen Baumeister Schweißtechnik erwähnen. Die sponsern das nicht. Ich gehe da einfach nur hin und kaufe meine Sachen. Ich zahle wie alle anderen auch, aber die sind gut. Ich mag die. Und mit denen kann man quatschen und ich weiß nicht, ob ihr, woher ihr sonst kommt. Wer kommt aus Karlsruhe? Okay, der Rest muss sich woanders halt eben ein Schweißfachgeschäft suchen. Es gibt hier auch noch Stichstraße von der Lorenzstraße, gibt es auch noch einen. Morgen haben die wahrscheinlich zu, aber egal. Also, ein richtiges Schweißfachgeschäft. Dorthin gehen, sich beraten lassen, vielleicht vorher mal gucken. Und dann legt man also mehrere tausend Euro auf den Tisch. Also meins hat irgendwie so 1600 Euro gekostet, aber das ist es wert. Und das ist wirklich jeden Cent wert. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Auf der linken Seite ist so ein bisschen ein Überblick im ausgeschalteten Zustand. Unten links, dieses Ding da, was so geriffelt ist, das ist die Masseklemme. Ich habe da einen 5 Meter Kabel dran und dann, das ist diese Zange, die klemmt man irgendwo so dran und an einem blanken Stück und das ist die Masseklemme. Dann obere Reihe von Konnektoren, der linke, das ist der hier für den Taster. Der rechte ist das Pedal. Und das ist einfach unfassbar cool, wenn man halt eben, keine Ahnung, irgendwie ne, so gerade in die Ecke oder irgendwie so, ich komme jetzt hier nicht richtig an den Taster dran. Oder ich fasse das Ding gerne weiter hier oben an, um mehr Kontrolle zu haben, dann komme ich immer noch nicht an den Taster. Aber ich komme ans Pedal dran. Und das Pedal ist nicht binär, das ist analog. Und ich kann halt eben erstmal so ein bisschen anwärmen und dann ein bisschen Strom geben und dann sehe ich, wie das Schweißbad sich bildet und kann dann halt eben so Hand-Augen-Fuß-Koordination das Schweißbad mit dem Strom verändern. Und gerade bei Aluminium ist das super wichtig, weil man einfach, weil Aluminium plötzlich, wenn es zu warm wird, unschöne Dinge macht und man sich Löcher reinbrennt. Dass man halt eben einfach ein bisschen Gas wegnehmen kann. Und den Gasanschluss sieht man jetzt nicht, also den Gasanschluss. Aber das andere Drehdings, das ist hier vom Schlauchpaket der Anschluss. Auf der rechten Seite ist jetzt, da sieht man so eine Kurve. Eine Gasflasche, so eine Rampe, dann ist so ein Plateau mit I, dann geht es ein bisschen runter mit irgendwie Prozent I, dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder runter und dann so mit dem Drehdingsi und dann ist wieder eine Gasflasche. Das ist total einfach. Preflow. Wie lange soll das, wenn ich jetzt einen Auslöser drücke, wie lange soll das Gas strömen, bis der Lichtbogen zündet? Das zweite ist, wie stark soll der Strom ansteigen? Zack an, 100% oder lass mal so eine halbe Sekunde On-Ramp machen. Dann das erste ist der normale Strom. Dann kann man das Ding auch takten, dass er High, Low, High, Low, High, Low macht und Prozentwert davon, wie weit er runter geht. Und dann gibt es auch noch eine Timing-Einstellung, dass ich zum Beispiel sagen kann, im 1-Sekunden-Takt, gerade so für Alu-Geschichten, so dann Strom reintippen, geht weg. Dann gehe ich mit der Hand ein bisschen rüber, nächste 5 mm, Strom geht wieder an, ich tippe rein, das schmilzt wieder auf, um halt eben solche wunderschönen Schweißnähte zu machen. Dann das zweite, der Drehregler ist halt eben, wie der Strom wieder abfällt. Das ist nämlich auch nicht so einfach, so ja, zack, Strom weg.
Das mögen manche Schweißnähte nicht. Alu fängt an zu bröseln. Und gerade wenn man am Ende ist, wenn man nochmal so ein bisschen und dann den Strom wegnehmen, weil sonst die Stelle anfängt, Risse zu kriegen. Und dann auch gerade für Sachen wie Titan und Edelstahl, diese da Postflow, dass man halt eben wirklich die Hand dort hält, wo die Schweißnaht oder wo das Schweißbad gerade gewesen ist und einfach wartet, bis diese 10 Sekunden. Das solltet ihr noch nicht sehen. So, bis diese 10 Sekunden halt eben Gasfluss das Ganze so ein bisschen runtergekühlt haben und in dieser Zeit, wo das abkühlt, ist zum Beispiel Edelstahl immer noch dafür anfällig, dass es anläuft, dass es anoxidiert und solche Sachen. Wenn ich jetzt also das ausmache und den Brenner wegnehme, dann kriege ich eine fürchterlich hässliche Naht, die ich dann polieren muss oder solche Sachen. Das ist also Postflow. Rechts diese Spalte mit dem Drehregler oben, das ist für Wechselstrom. Aluminium schweißt man mit Wechselstrom. Und das ist nicht richtiger Wechselstrom, so im Sinus und gleiche Zeit im Positiven wie im Negativen, sondern das ist halt eben so anteilig. Die Geschichte dabei ist, wir wollen einmal den Elektronenstrom von der Spitze ins Material haben. Das bringt die Hitze ins Material. Wir haben aber bei Aluminium einen Effekt und das ist Oxidation. Nicht innerhalb von diesem Schutzgasstrom, sondern das Aluminium ist oxidiert. Das Alu, ich kann es hier reiben und machen und sauber machen, wie ich will, es ist oxidiert. Das hier ist auch oxidiert. Okay, das ist jetzt ein bisschen älter. Der Strom fließt zurück, der Ionenstrom oder Elektronenstrom fließt zurück, bricht diese Eloxalschicht auf, diese Oxidschicht bricht es auf und dann dreht sich der Strom wieder um und dann kann halt eben dieses schöne Schweißbad entstehen und dann kann ich da reintippen. Das ist dieser Wechselstromanteil. Und je nachdem, wie man fragt, also der umgedrehte Teil, der heißt dann Cleaning oder wie auch immer, der ist eigentlich dazu da, um diese Oxidschicht aufzubrechen. Dann darunter ist Frequency AC. Je nachdem, wie die Frequenz ist, und das ist wieder so ein bisschen nerdy und ein bisschen Rabbit Hole-mäßig, wie die Frequenz ist zwischen 50 und 250 Hertz oder 300 Hertz, ich weiß nicht, was meine Maschine macht, verändert sich der Lichtbogen und die Einbrandtiefe und wie groß das Schweißbad wird. Das ist super spannend, kann man ein bisschen richtig machen, man kann ganz fürchterlich viel falsch machen. Ich bin noch am Ausprobieren, wie es richtig geht. Eine Sache zum Alu-Schweißen, es ist laut. Stahl und Titan und Edelstahl ist leise, das ist ein Gleichstrom, das ist so, man hört das Gas und super saubere Geschichte und man kann das total entspannt machen. Aber Alu, so hört sich das dann ungefähr an. Und es ist laut, also Ohrenschützer. Ich mag Alu-Schweißen nicht so gerne, weil es irgendwie nervt, aber ich will es irgendwie lernen, weil es irgendwie auch wieder cool ist. Und es ist so ein Wechselbad der Gefühle. Dann auf der linken Seite TIC-HF, TIC-Lift und MMA. Mit der Kiste kann man halt eben auch diese Elektronenschweißen machen, das ist MMA. TIC-HF ist, ich halte 3, 4, 5 mm über dem Material, halte ich den Brenner hin, löse aus, dann gibt es ein Licht oder wird ein HF-Hochfrequenz irgendwie Dingsy gemacht, es bildet sich ein Lichtbogen, der zündet und dann läuft das. Und es gibt noch die andere Möglichkeit, ein TIC-Lift, dass ich zum Beispiel, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich wollte es immer noch mal machen, aber ich habe an diesem Brenner hier kein Gasventil. Ich halt drauf tippe und dann den Brenner hochnehme und dass da dann erst der Lichtbogen entsteht. Und wenn ich den beenden will, dann kann ich ihn so ein bisschen wegziehen und dann reißt der Funke irgendwann. Die Brenner haben dann irgendwie so ein Ventil. Das heißt, wenn ich TIC-Lift einstelle, dann läuft das Gas. Und ich muss hier ein- und ausschalten. Genau, dann Zweitakt, Viertakt, so Zweitakt ist, ich drücke drauf, es ist an, ich lass los, es ist aus. Viertakt ist, ich tippe einmal drauf, es läuft.
Ich tippe einmal drauf und es hört auf. Das ist zu Anfang so ein bisschen irritierend und je nachdem, auch wie mal gut man da an Dinge rankommt, kann man mal das eine oder das andere nehmen. Vier Takt, das unterste habe ich noch nicht verwendet. Dann rechts ist, neben diesem großen Drehrad, ist die Pulseinstellung, was ich eben schon mal erzählt hatte. Da bin ich selber noch nicht durch, das habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Und dann das große Ding, dieses Drehrad, da stellt man den Strom ein. Auf dem Schweißgerät normalerweise ist dann auch so eine Tabelle drauf. Ich habe Blech, ich habe einen Bildschirmschoner. So je nachdem, was für ein Material man schweißen will und wie dick das dann ist, mal mehr, mal weniger Strom. Wenn ich jetzt irgendwie 150 Ampere auf 2 mm Stahl gebe, habe ich ein Loch. Wenn ich aber irgendwie 10 mm Stahl habe und ich gebe da 50 Ampere drauf, dann mache ich das nur so ein bisschen handwarm. So, das ist... Ja. So, dann, das Wichtigste eigentlich, was man in der Hand hat, ist der Brenner. Links, das ist der. Und dann auf der rechten Seite, ich habe den mal so ein bisschen auseinandergenommen, versucht ein bisschen Bilder zu machen. Links sind diese Wolfram-Elektroden. Das Zeug ist schwer. Also Wolfram ist ein richtig, richtig schweres Material. Unten sind diese Keramikdüsen. Diese Zahlen übrigens da dran, die sagen, also das ist erstmal so die Ordnungsnummer, ansonsten heißt es auch Liter Gas Minute. Also 5 sind jetzt 5 Liter Minute, die 8 braucht ein bisschen mehr. Da kann man auch ausrechnen, wie lange die Gasflasche hält. Also meine hat 20 Liter bei 200 Bar, kann man ausrechnen, kann man sehen, wie lange ich damit schweißen kann. Dann ist über der 7, das ist eine Teil von dem Wolfram Halter, dann das links da, schräg links, oben so. Das ist so eine Klemmgeschichte. Über der 8, das ist nochmal so eine Gaslinse, da komme ich auch gleich nochmal zu. Das gibt so zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und da oben, das Ding, was halt eben immer so, das Ding, da ist einfach diese Wolfram-Elektrode drin. Die muss ja irgendwo hin. Die wird im Laufe der Zeit ein bisschen kürzer, je häufiger man tunkt und verkackt und verkackt und so. Und dann kann man irgendwann auch diese kleine Kappe da drauf machen. Oder man schleift sich die einfach oder teilt sich die und hat dann irgendwie kürzere. Das ist so, wie man Bock hat. Ich finde sowieso, das Wolfram-Schweißen, das ist ganz viel irgendwie so ausprobieren und das ist einen eigenen Arbeitsweg, die eigene Arbeitsweise zu finden. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, Dinge zu tun. Dann, so ein bisschen... Oh, danke. To a speaker in Medientheater during the talk, you're doing great. Please don't... Ich kann es nicht lesen. Into the microphone. Okay. Ich spreche jetzt ganz leise. Okay. Könnt ihr mich verstehen? Okay. Okay. Keine Ahnung. Sophie, vielleicht bin ich zu laut oder sowas. Gut. Rabbit Hole signed. Elektroden. So ein Stück Wolfram. Da kann auch nichts bei sein, ne? Es gibt da Winkel, also das Ganze wird angespitzt, so, es gibt da Winkel, je spitzt, desto kleiner das Schweißbad, je spitzt, desto höher die thermische Belastung für Wolfram. Man kann es richtig und man kann es falsch anschleifen. Also wie ich das mache, ist, ich habe meine Akkuflex und ich habe so eine Fächerscheibe drauf. Und wenn ich mal wieder verkackt habe und meine Elektrode getunkt habe, dann schleife ich die halt eben an. Und die, das ist super wichtig, der Schliff geht mit der Spitze. Wenn man das quer macht, weil am Schleifbock dreht das sich so schön,
so, ne, schön auf diese Auflage auf und dann so, geht ja auch toll, wird schön gleichmäßig. Dann gibt das einen super unschönen Lichtbogen und das will man nicht haben. Also es gibt Schleifgeräte dazu, die sind cool, kosten ein paar Euro, so irgendwas Dreistelliges mit Diamantschleifscheibe und so. Ich habe es noch nicht, ich nehme im Moment noch meine Old Trusty Flex. So, das ist so eine Geschichte. Der Winkel, man kann fürs falsche Material den falschen Winkel nehmen oder Strom oder so. Wenn man jetzt so Dinge macht wie zum Beispiel Rasierklingen aneinander zu schweißen, was einfach eine Übung ist. Hinlegen, so antacken und dann zieht es sich auch ein bisschen zusammen und kann man schön mit einem dünnen Draht das zusammenschweißen. Dann nimmt man dann zum Beispiel so eine Spitze und eine dünne Elektrode, irgendwie so 1,6 mm und so. Wenn man jetzt irgendwie Stahlträger zusammenschweißt, dann will man einfach ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr größere Schweißbad haben. Die andere Geschichte ist das, was ich halt eben schon erzählte mit der Gaslinse. Bei der Zeichnung auf der linken Seite, das ist super billig und das sind so ein paar Löcher drumherum, dann strömt das Gas da dran vorbei und verwirbelt und so. Für Poplich-Geschichten, für Stahl oder so kann man das machen, das ist in Ordnung. Es gibt aber keinen laminaren Gasstrom. Ja? Und diese Gaslinse, da ist halt eben vorne so ein Sieb drin. Das ist, sieht man hier, über der 8, da ist so ein Sieb drin. Es sind ein paar mehr Düsenöffnungen drin und dann gibt es so einen schönen laminaren Gasstrom. Und das ist halt eben super für Edelstahl. Da nimmt man auch einen größeren Cup, vielleicht 12 oder 15 oder sowas, dass halt eben die Gasabdeckung einfach richtig großzügig ist und das halt eben auch, wenn man weitergeht, sodass die erkaltenden Schweißpunkte, dass die halt eben noch so ein bisschen abgedeckt werden und so. Ja, das ist dann so ein bisschen auch zum, muss man ein bisschen rumprobieren. Und Wolfram ist nicht gleich Wolfram. Es gibt also unterschiedliche Legierungen. Das Rote, da ist übrigens Thorium drin. Also Gelb, Rot und Violett, das ist Thorium. Hat man früher gemacht. Mein Schweißfachhändler hat das nicht mehr. Muss wohl sensationell gute Eigenschaften haben, was so Zünden vom Lichtbogen angeht und so. Gibt inzwischen andere Geschichten. Solange man schweißt, ist das überhaupt kein Problem. Sobald man es anschleift, sollte man Atemschutz haben und vielleicht draußen und man kauft sich dann andere Elektroden. Ich bin da selber noch so ein bisschen am Rumprobieren. Also ich hatte gerade so für Alu, auf der linken Seite sieht man das so ein bisschen. Die linke, die ist frisch geschliffen, noch nicht getunkt. Die rechte, die hat durch den Wechselstrom so eine Kugel gebildet. Das ist eine grüne Elektrode, eine reine Wolfram-Elektrode. Und ich bin dem Alu einmal zu nahe gekommen und dann macht es immer Fump. Kommt dann auch gleich nochmal ein Bild, wie das dann so aussieht. Und dann ist da so Alu-Ablagerung dran und dann ist wieder Schleifen angesagt. Und ich habe da jetzt eine Weile mit den reinen Wolfram-Elektroden gemacht. Ich fand das nicht so schön. Es hat irgendwie so, mir gefiel der Lichtbogen nicht so. Und dann hatte ich irgendwo mal was gelesen mit Lantanen. Und da habe ich jetzt Lantanen ausprobiert. Es bildet nicht so diese Kugel. Ich meine, das ist so 1,5% Lantan und das Ding verhält sich komplett anders. Das ist, finde ich, super spannend. Das ist so ein bisschen wie was ich letztes Jahr auch erzählt hatte mit den verschiedenen Umhüllungen von den Schweißelektroden. Es gibt da super viel Parameter, an denen man drehen kann und dann nimmt man ein anderes Gas oder keine Ahnung was oder mehr Strom oder so und dann kann man wieder eine andere Elektrode ausprobieren. So, das ist sehr, sehr spannend. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen ein Feld, wo man ausprobieren kann und YouTube-Universität, Internet lesen und solche Sachen. Da gibt es super viel dazu dann. Hat jemand eigentlich Fragen? Wow. Okay, hier zuerst.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du gerne an einem Auto schraubst. Ja. Und warum und Mick-Mack da besser sein soll. Warum hast du dich jetzt dagegen entschieden? Oder du machst ja, du schweißt ja mit einem anderen Kick. Das Mick-Mack hatte ich in der Werkstatt, das war im P8. Eine Werkstattgemeinschaft, da hatten wir so ein Gerät und ich wollte einfach noch die anderen Verfahren haben. Deswegen habe ich mir das gekauft. Das steht bei mir zu Hause. Die Werkstatt gibt es leider nicht mehr, aber deswegen. Was hat es mit den Farben auf sich? Sind das standardisierte Kennzeichnungen im Geschäft? Ja. Okay. Anscheinend ist das international geregelt. Und gibt da irgendwie so Schweißfachorganisationen und die haben sich auf Farben geeinigt. Also wenn ich jetzt bei Weld.com zum Beispiel ein YouTube-Video sehe oder bei den anderen und die sagen hier, ja, nimm Lantan, das sind die goldenen und ich gehe zu meinem Händler und sage, ich hätte gerne irgendwie so grob 1,5% Lantan, dann gibt er mir eine goldene. Das ist also, die Dinger sind nicht golden, sondern am Ende von der Elektrode, ist einfach, die sind einfach so ein bisschen in Farbe getunkt. So, das ist einfach nur so wie beim Widerstand irgendwie so ein Farbring. Ich habe gesehen, das heißt Schutzgas. Ja. Wer oder was wird geschützt? Das Schweißbad vor Sauerstoff. Sauerstoff muss weg. Ich zeige nachher etwas, wo Sauerstoff rangekommen ist. Ja, ganz vieles ist, glaube ich, ein Bauchgefühl. Du sagtest, die eine Elektrone, die ist oft oben rund, ist ganz klar, die würdest du wieder anschleifen. Jetzt sehe ich ja, dass die, ja, ich weiß nicht, irgendwo da zwischen schwarz und rot, da sehe ich so die erste Veränderung zwischen, das war die Elektrode und jetzt ist das mit der Spitze passiert. Wie weit würdest du die dann runterschleifen? Meinst du jetzt den Farbring, diesen Farbcode? Nee, oder? Einfach nur wenn du da an dem rechten Pin da guckst, ach so, ja. Ne, der ist oben rund, ja. Und dann ist er aber irgendwie dreckig und dann ist genau. Er noch dunkel und dann ist es irgendwie wie die linke. Genau. In diesem Fall nehme ich die und halte sie erstmal flach an diese Fächerscheibe, ja. um diesen Aluschmaul da runter zu kriegen, dass sie wieder als okay. blanker Stab ja. und... Inzwischen bin ich genervt von den Dingern und knackst vorne die Spitze ab, wenn sie irgendwie nicht mehr richtig funktioniert und schleif sie dann einmal so grob irgendwie so an. So. Ja, die wird ja eh wieder rund. Magst du noch eine? Ja, mach noch kurz und dann machen wir weiter. Nur eine kleine Anmerkung, es gibt nicht nur Röntgen zum Prüfen von Schweißnähten, beispielsweise auch Ultraschallprüfverfahren, die auch, sagen wir mal, etwas weniger Material- und umfeldabhängig sind. Ja. Es gibt super viele coole Geschichten. Ja. Schweißen kann unfassbar teuer sein. Als ich die Tage bei meinem Schweißhändler war, bei Baumeister Schweißtechnik, und ich wollte neue Elektroden haben, weil ich ein bisschen rumspielen wollte, ich habe halt eben die mit Lantan besorgt und irgendwie, ich wollte das auch mit der Gaslinse ausprobieren und der Chef war da und so ein bisschen gequatscht und meinte, hey, hier, guck mal, zeigt mir da so ein schönes Teil mit Kehlnaht und so, hier, guck mal, Laser. Und sie, Laser. Sah super aus. Er meinte, ja, das hat jemand gemacht, der noch nie ein Schweißgerät in der Hand gehabt hat. Super Schweißnaht, mega gut. Und wie viel willst du dafür haben? Ja, nur 25.000 Euro. Ja, ist okay. Wenn ich mal im Lotto gewinne, wenn ich mal spielen würde, dann täte ich mir dann vielleicht davon ein richtig, richtig cooles Schweißgerät, ein Laserschweißgerät kaufen wollen. Ja. Gut, Gas. Mein Gasregler. Links, ich habe etwas über 200 Bar auf der Flasche. Unten dieses schwarze Dings hier, da stelle ich die Durchflussmenge ein. Rechts ist so das Hauptventil und das rechte Manometer oder das rechte Instrument. Da sehe ich dann, wie viel Liter Minute da durchkommen. Das geht ganz einfach. So, ich drücke einen Auslöser. Ich muss jetzt nicht aufs Metall halten, sondern ich kann einfach hier so... Ne? Ich drücke drauf, dann zischt das Gas, dann drehe ich da unten drauf und gucke aufs Manometer. Es ist eine 8, gute 8 Liter Minute, vielleicht auch 9 oder so. Lieber ein bisschen ticken mehr als, lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig, aber es sollte auch nicht zu viel sein. Dann, was ich eben schon sagte, ist ja erstmal Argon.
Und dann gibt es Leute, die halt eben bei besonders anspruchsvollen Sachen dann noch andere Gemische nehmen. So ein bisschen Helium dazu, wenn's nicht AU, nicht Gold, Alu. Ich habe es im Zug gemacht. Goldschweißen, ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Also wenn es um Alu geht, dann kann man ein bisschen Helium dazu tun, und wenn es so Edelstahlanwendungen sind, die ein bisschen anspruchsvoller sind, dann kann man ein bisschen Wasserstoff dazu tun. Mischst du das denn selber aus zwei Flaschen? Oder? Nö, ich gehe zum Gashändler, also in diesem Fall Baumeister. Es gibt aber auch noch andere Händler, also es gibt im Rheinhafen gibt's noch Fuchsgase. Und die Frage war, ob du selber mischst, ne? Nee, ich mische nicht selber. Ja, das für den Stream. Ja. Ja, genau. Ich mische nicht selber. Man kann das machen. Es ist Hobby. So, von daher, man kauft das fertig. Aber im Profibereich wird man vielleicht auch zwei Flaschen ausprobieren. Kann ich mir vorstellen, ja. Also, es. Gut, selber machen, so ein bisschen weitergehen zum selber machen. Das war ja erstmal so eine Schweißmaschine und so. Die Schutzausrüstung ist relativ wichtig. Vielleicht hat ja jemand schon mal gesehen, so aus Entwicklungsländern, wo sie dann halt eine Sonnenbrille haben und wo sie dann halt eben da so hocken und Badelatschen anhaben und irgendwie diese Sonnenbrille aufhaben und dann irgendwie sich einen brennen und ich, Gottes Willen, nein. Ein Schweißhelm. Gibt es in beliebigen Ausführungen dieses Schweißschild, so was man vielleicht mal gesehen hat, so für das E-Hand? Alles gut. Okay. so dieses Tack, Tack, Tack. So, das ist verwick, funktioniert einfach nicht. Man braucht beide Hände. Und dann also so ein Schweißhelm ohne Auto-Darkening, sondern einfach nur mit der schwarzen Scheibe, das macht keinen Spaß. Das sieht dann zwar so ein bisschen aus wie Bänder, aber nun gut. Richtiger Schweißhelm mit selbsttätiger Verdunklung, und da gibt es halt eben auch von. Ich habe eins beim Chinesen um die Ecke gekauft, mal für 60 Euro, und kann aber auch zu Optrell gehen und dann irgendwie so 1000 Euro für einen Helm ausgeben. Der hat dann halt eben auch eine aktive Belüftung und er hat ein fantastisches LCD-Display, wo man also super durchsieht und die Farben und solche Sachen. Und oben rechts, das ist jetzt eine Geschichte von 3M, so ein Speedglas mit aktiver Belüftung, was halt eben eigentlich auch schon ziemlich cool ist. Gerade wenn man so ein bisschen andere Sachen macht oder auch so verzinkte Sachen. Zink auf Stahl. Wegmachen. Und wenn es nicht geht, dann irgendwie Atemschutz haben. Oder halt eben so einen aktiv belüfteten Helm. Das gibt dann, es nennt sich Zinkfieber irgendwie so. Das ist so uncool, wenn man das einatmet. Nicht machen. Nicht machen. Handschuhe? Machen. Ich habe einmal hier so, kosten 15 Euro, gefütterte Schweißerhandschuhe. Wenn man grillt, also ich mache das mal so, dann habe ich die irgendwie eine Weile und irgendwann, was heißt hier, ist mir bei einem jetzt irgendwie der Daumen eingerissen, irgendwie die Naht aufgegangen. Die gehen dann zum Grillen. Und damit kann ich dann auch in diese Kohlen so ein bisschen irgendwie, das funktioniert ganz gut. Zu dem Thema, wenn man Alu macht, da möchte man eigentlich auch sowieso ultra penibel genau auf Sauberkeit und Materialreinheit achten. Ich habe einen Satz für Handschuhe für Alu und ich habe die Handschuhe für alles andere. Ich habe zwei Edelstahldrahtbürsten für Alu, da kommt wirklich nur Alu dran und da steht auch Alu drauf und die sind in der Schublade. Und wenn ich Alu schweiße, dann ist ein guter Freund auch die Flasche Aceton. Tuch, Aceton drauf ordentlich und
mehrmals den sauber machen, vielleicht nochmal ein frisches Tuch nehmen und hinlegen und nicht mehr mit den Fingern anfassen, also nicht mehr mit den unbehandschuhten Fingern anfassen. Dann das Material ordentlich sauber machen, mit der Drahtbürste vielleicht, und dann mit Aceton abreiben. Die Schweißnähte danken es einem. Stahl ist ja völlig unkompliziert, das ist in Ordnung. Ansonsten so eine Schweißjacke ist cool, zumindest wenn man Schweiß die Ärmel bedeckt. Ich kenne eine, die steht da manchmal auf Bühnen rum, die war der Meinung, sie müsste irgendwie mal nur diese eine kleine Schweißnaht machen. Und er hatte ein T-Shirt an und irgendwie so ein bisschen Ausschnitt und hatte dann irgendwie an drei Stellen Sonnenbrand. Hier eine kleine Stelle. Das war echt peinlich, weil der Helm ging mir bis hier und der Ausschnitt war so. Und ne, Handschuh bis hier, Sonnenbrand. Ich wollte nur ganz kurz eine Kleinigkeit machen. Also alle Haut bedecken. Die UV-Strahlung ist so unfassbar hart und intensiv. Mir ist es übrigens neulich passiert, ich wollte was hatte ich denn vorgehabt? Ich wollte auf dem Display gucken, wie die Stromanzeige aussieht, wenn ich aufs Pedal drücke. Und wenn ich jetzt den Helm runter habe, dann sehe ich meine Schweißnaht und das Schweißbad. Ich sehe nichts auf dem Display. Und ich dachte mir irgendwie, ich halte das irgendwie so hin und irgendwie, dass ich aufs Display gucken kann so, und habe versehentlich ausgelöst. Und es war nur ganz kurz, diesen Lichtbogen, und ich habe minutenlang nichts mehr gesehen. Und das war echt nur ganz kurz, das war nicht viel Strom, das waren irgendwie keine 150 Ampere, das waren so 70, 80 Ampere. Für euch getestet, macht es nicht. Macht es wirklich nicht. Wie auch immer ihr es anstellt, nicht in den Lichtbogen gucken. Ja, wie stellt man den Strom dann ein? Also, die Frage ist, wie stellt man den Strom ein? Ich wollte gucken, wie sich der Strom verändert, wenn ich aufs Pedal drücke. Ich hatte den auf 80 Ampere gestellt und wollte jetzt gucken, sehe ich auf der Anzeige eine Änderung im Strom, dass ich tatsächlich so ein Feedback kriegen kann, dass ich sagen kann, so, okay, jetzt verhält sich das so. So, ich habe jetzt 60 Ampere oder so. Das wollte ich gucken, ob sich die Anzeige live verändert oder ob ich einfach nur das Maximale einstellen kann. Und dabei ist es mir passiert. Ist uncool. Spielzeug. Oben rechts, das ist ein Plasmaschneider. Ein unfassbar cooles Werkzeug. Da kriegt man so richtig dicke Platten mit zerkaut. Ist total geil. Masseklemme dran. Man braucht einen Kompressor. Brenner drauf. Einfach nur so lauig gleich drauf drücken. Dann faucht es und dann zieht man es einfach längs und dann gibt es einen Schnitt. Unfassbar cool. Man kann auch, es gibt so Halterungen, sodass man so einen schönen Kreis machen kann, oder man kann an der Holzlatte einfach so einen geraden Schnitt machen. Mega. Kostet nicht viel. Ich weiß nicht, ich hatte mir bei Amazon irgendwie eingekauft für 200, 300 Euro, der kann irgendwie 12 mm Stahl zerkauen, irgendwie einphasig 230 Volt, kostet nicht viel. Dann Flex, Winkelschleifer, immer gern gesehen, gerne mehr, so auf der einen ist die Schrubbscheibe drauf, auf der anderen Seite ist die Fächerscheibe für die Spitzen. Schweißgerät ist klar, das ist jetzt eins mit Wasserkühlung. Eine Sache noch, beim Aluschweißen, durch den rückfließenden Strom, wird das Ding thermisch stärker belastet. Und es gibt halt eben so Griffstücke mit Wasserkühlung drin. Normalerweise, also jetzt, der ist gasgekühlt, dann gibt es welche Schlauch rein und so und Wasser und so. Das ist ganz cool. Und dann, es gibt so unfassbar coole Tische. Die sind so aus 12, 15 mm dickem Stahl. Und die haben in regelmäßigen Abständen Löcher, so zum Beispiel 16 mm. Und so.
und auch von der Seite Löcher. Und da kann man halt eben so Dinge machen, dass man etwas festklemmen kann und dass man halt eben Dinge maßhaltig schweißen kann. Und es gibt die in unfassbar teuer. Und ich habe da jetzt gesehen einen, ich habe den Hersteller vergessen, so eine Art Werkbank, also eigentlich eine Werkbank, aber so einfach nur so eine Platte. Es gibt ja auch welche, da ist ein Rand drumherum geschweißt und so. In so einer Platte, das sind dann irgendwie immer noch taugliche, je nachdem wie das Budget ist, 1.500 Euro. Ja. Selber bauen geht auch. Ich habe mit den Leuten gequatscht beim Schweißladen. Ich meine, ah, die Leute, ein Jahr später sind die bei uns und kaufen sich einen richtigen Tisch. Und hat mich überzeugt. Die Technik spricht für sich selber. Ne? Dann hast du halt eben so ein Ding und da kannst du halt eben Winkel und alles Mögliche und Schraubzwingen und so und das passt einfach und das ist super und es macht einfach unfassbar viel Spaß, so richtiges Werkzeug zu haben. Das ist wie die richtige Maus oder die richtige Tastatur. Und Monitor und solche Sachen. Genau, letztes Jahr wurde ich mal gefragt, so, was machst du eigentlich? So, ich hatte da irgendwie über Schweißen vorgeschwärmt und so. Und ich so, was machst du eigentlich so? Vergessen. Ja, okay. Also links, das ist der Versuch von einem Weihnachtsbaum. Da kommt unten noch ein Gasanschluss dran. Und dann will ich... ich muss es noch ausprobieren. Ich muss es noch ausprobieren. So, oben Löchlis rein, bohren, so. Und also unten Gas und Regler und so und dann aufdrehen, mal anzünden, mal gucken. Oder ich besorge irgendwie so Gasdüsen, so Gewinde reinschneiden, Düsen reinschrauben, irgendwie in Hoffnung, dass es geht. Aber nicht fürs Rostwohnzimmer. Nee, der bleibt dann draußen stehen. Und ich habe den jetzt übrigens mit Vertan nochmal so ein bisschen eingepinselt, so ein Rostumwandler und so in der Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen funktioniert. Das zweite von links, Vader genannt, so ein Terrassenofen, hatte ich mit einer Freundin zusammengebaut. Fantastisch, alte Gasflaschen. Sammeln, Dinge mitbauen, voll cool. Das ist so Work in Progress, der ist dann inzwischen komplett schwarz und sieht gut aus. Macht Spaß. Und Dinge sind da halt eben auch mit einem Plasmaschneider geschnitten. Also die Augen, die habe ich mit einem Plasmaschneider gemacht. Und auch hinten, wo so der Schornstein rauskommt, das ist auch immer... Genau, dann spielt jemand ein Instrument, Musik? So, wie ist das mit Üben? Manchmal muss man auch so Etüden machen, ne? So. Und das Ganze macht man auch mit dem Schweißen. Also ich war dann irgendwie beim Asienladen meines Vertrauens und hatte gesehen, Stahl. Schmeckt gutes Zeugs, Kokosnuss und irgendwie Roasted Coconut und so. Und dann habe ich halt eben die leer getrunken und dann irgendwie, naja, habe ich angefangen, die einfach mal aneinander zu schweißen. Das ist eine Übung gewesen. Einfach nur, um zu gucken, so Hand-Augen-Koordination, wie ist es mit dem Strom, dünnen Draht genommen und gemerkt, dass dann auch überall der Lack dran ist und dass es dann irgendwie fürchterlich stinkt und dass irgendwie mit zu viel Strom Löcher rein drin sind. Also ihr könnt das nachher auch mal gerne angucken. Ich habe jetzt, einer aus dem Club kam neulich mit so einem, vom Vogelbräu mit so einem 5-Liter-Fass an und ich so, ist da Pfand drauf? Ich habe dann das mitgenommen und dann irgendwie eine Woche später irgendwie so, ich will das langsam endlich mal schweißen und bin dann zum Vogelbräu gegangen und habe ein weiteres 5-Liter-Fass gekauft. Das haben wir dem Club leer gesoffen, damit ich was zum Schweißen habe. Ja, auch der Stahl ist lackiert. Oh, scheiße, stinkt das. Genau, aber das ist nicht alles Gold, was glänzt. Mir ist da was passiert. Ich wollte was fürs Wohnmobil bauen. Und Flachstahl, einfach übereinander, völlig simple Schweißnaht. Braucht man noch nicht mal Zusatz zu. Einfach so Lichtbogen, schmilzt das ein bisschen an und sollte gut sein. Und ich habe, das sieht man
so eine Schweißnaht gekriegt. Und ich dachte, was zur Hölle ist los? Gas aufgedreht, das Gas zischt, Strom, alles in Ordnung. So zuerst fängt es so an, ja, so ein bisschen komisch. Und dann so, und hab gesucht, hab's nicht gefunden, hab dann den, das war ein anderes Schlauchpaket mit einem flexiblen Kopf. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann habe ich das Original-Schlauchpaket genommen, weil ich dachte mir, so, irgendwo muss das ja herkommen. Angesetzt, saubere Schweißnaht, so, das Schlauchpaket war kaputt. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden, ich weiß noch nicht, was es war. Das Schlauchpaket ist kaputt. Eigentlich ist da ja Überdruck drauf. Zumindest saugt ihr nicht den Sauerstoff rein, sondern es ist ein leichter Überdruck. Ich weiß es nicht. Ich habe auch mal geguckt und alles abgemacht, vom Griffstück mal zugehalten, mal Gas angemacht und es zischt dann irgendwo raus. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Ich werde es wahrscheinlich einfach pensionieren. Hat mir gute Dienste geleistet. Inzwischen habe ich mich an das wieder ein bisschen gewöhnt, aber ich werde dann noch ein bisschen weiter probieren. Es ist auch, ja, es ist wie mit Tastaturen und Mäusen. Irgendwie, man muss irgendwie sein Schlauchpaket und sein Griffstück, irgendwie seinen Brenner irgendwie finden. Genau, und das andere ist, Tunken. Man ist mit der Elektrode doch irgendwie so 2, 3, 4 Millimeter über dem Material. Und das ist so eine Mischung aus alles hell und alles dunkel. Die Kontraste sind sehr hoch. Und ich bin ein bisschen weitsichtiger geworden und Sehkraft lässt, doofes Thema, Sehkraft lässt ein bisschen nach, whatever. Und es kann dann auch sein, so beim Zusatz zugeben, irgendwie so, verkackt. Und so sieht das dann halt eben aus. Also der Anfang, das untere, das finde ich, sieht für meine Verhältnisse irgendwie ganz manierlich aus. Ich lerne gerade so ein bisschen gerade schweißen und dann irgendwie habe ich halt eben einfach so eine Überlappung gemacht. Und nicht schön, aber immerhin nicht getunkt und dann irgendwie ist es passiert und das macht richtig so fupp. Es rußt dann, ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich kommt dann Sauerstoff ran und so sieht das dann aus. Und dann halt eben die Spitze tauschen und dann wieder ein Stückchen zurück und das dann wieder aufschmelzen, dass halt eben dieses Gesutsche da irgendwie rauskommt und dass man halt eben schön weitermachen kann. Beziehungsweise Flex ansetzen und ausschleifen. Übrigens, Flex und Schleifen und solche Sachen, auch beim Alu, ein eigener Satz Material, ein eigener Satz Schleifscheiben und diese ganzen Geschichten. Gut. Wie ein Instrument. Ganz einfach. Nach 5 Jahren Üben kriegt man es hin. Aber es macht wirklich Spaß. Und wenn man es selber machen will, YouTube-Universität, es gibt ein paar coole Channels. Weld.com gibt verschiedene Schweißer, erklären verschiedene Dinge. This Old Tony, sehr launisch, sehr, sehr amüsant, der baut immer coole Dinge, hat einen sehr schönen Schweißbrenner, so Dreh und Schwenk. Welding Tips and Tricks, total cool. Igor Welder ist ein deutscher Kanal, ist auch cool, ein bisschen hyper, aber der erklärt auch manchmal ganz gute Sachen. Schweißfachhandel des Vertrauens und ich weiß nicht, eigentlich ist er Lara schuld. Ja, so viele gute Dinge starten mit Twitter. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Ja, ja. Fragt. Also da der Rest der Werkstatt manchmal der einschränkende Faktor ist, gerade wenn man irgendwie Teile zurechtfräst oder sowas, wie schlimm ist es mit Alu anzufangen, wenn man vorher nicht Stahl geschweißt hat? Wie groß ist deine Frustrationstoleranz? Fang mit Stahl an. Seriously, fang mit Stahl an, ist es einfacher. Ich persönlich mag diesen Lärm nicht, der irritiert mich unwahrscheinlich, das Geräusch vom Wechselstrom. Die andere Sache ist, Alu
zieht Hitze weg. Du kriegst die Bauteile nicht warm bis zu seiner Sprungtemperatur und plötzlich schmilzt dir die Scheiße weg. Stahl bleibt einigermaßen konzentriert, kannst es viel besser kontrollieren und dir kocht das Bauteil nicht weg. Und wenn du irgendwie was mit Alu hast, meine Alu-Handschuhe sind auch noch dünner, damit ich halt eben bessere Fingerfertigkeiten habe, ist alles heiß und es nervt und so. Und diese andere Werkstatt, und mein Scheißtisch ist eine alte Black & Decker Workmate, sowas in diese Richtung, und ich habe eine Stahlplatte drauf von diesem Format. Das ist mein Schweißtisch. Und ich habe da jetzt einen, für Eurokisten so ein Regal gebaut, 1,40 Meter hoch, für diese Kisten, absolut winklig. Man muss einfach nachdenken, wie man was macht und wie sich Metall verändert bei Hitze und so. Genau, next. Hi. Ja, hi. Unser Hackspace hat sich auch ein wunderbares Schweißgerät gegönnt. Es ist so, im Moment sind es Feuertonnen und ja. Cool. Nennen wir es Kunst. Ja. Wir arbeiten dran und da würden mich so zwei Sachen interessieren. Du hast ja relativ viel von dem Equipment gezeigt, Schutzequipment, bla, so. Wir sind ja alle immer fein Helmchen auf, dies, das. Ja. Jetzt hast du aber alles, was du an Schutzequipment hattest, war aus Leder. Ja. Wie ist die Erfahrung mit Baumwolle, Nomex, also was gibt es da irgendwie Erfahrungswerte? Meine Klamotte ist, das ist ein alter Blaumann, ist Baumwolle, reine Baumwolle. Niemals Kunststoffsachen. Ansonsten Leder ist einfach super robust, auch eine Schweißschürze, wenn ich jetzt irgendwie so mit einem Brenner und irgendwie flexe und solche Sachen, auch die Schuhe, keine Sneaker, irgendwas mit Leder. Und die zweite Sache, der klassische Anfänger-Hack in Anführungsstrichen bei uns ist, ja einfach vorne schön die Tülle, wo eben nicht leitend ist, aufsetzen, kannst du den Abstand ordentlich bestimmen. Quasi, also durch die Ankantung vom Kopf hältst du dir das quasi. Ist das irgendwie Anti-Pattern oder ist das schon okay? Mach es, wie es funktioniert. Okay. Also man kann ja auch einfach hier so, ne, in der Kehlnaht irgendwie so, die nennen das Walking the Cup. Legitim. Solange die Schweißnaht funktioniert und man was dabei lernt, denke ich, ist es legitim. Ja. Hi. Hi. Wenn man da jetzt so einen tollen Schweißtisch hat, womit verhindert man oder was kann man machen, dass man nicht außersehen die zu schweißenden Teile zusammen mit dem Tisch verbindet? Das ist ganz einfach. Flex. Das ist das eine. Wenn ich jetzt irgendwas drauflege, ich habe am Tisch die Klemme, die Masseklemme, und ich schweiße etwas mit ein bisschen mehr Strom, dann merke ich, dass es ein bisschen fest ist, dann gebe ich dem einen Ruck. Die andere Sache ist, dieser Tisch, da, das ist so eine nitrierte Oberfläche, da bleibt nichts dran haften. Das ist die, also bei richtigen Schweißtischen, das ist so die Geschichte dabei. Du hattest ja vorhin auch als Beispiel Musiker bezüglich Üben. Auch als Musiker, die sagen sich ja irgendwann, oh, ich habe Lust auf Klavier oder Gitarre lernen und die suchen sich dann einen Lehrer. Wie ist da die Analogie zum Schweißen? Wie kann ich, habe jetzt Bock als Hobby zu schweißen, was ist so mein erster Schritt? Volkshochschule gucken, FabLab, lokale FabLab, Makerspace, sowas in diese Richtung. YouTube, ganz viel, hilft einem ganz viel so für die Technik, um Dinge zu verstehen. Aber letztendlich muss man es selber üben und man kommt nicht drum rum. Altes Aber, Auto kaufen? Altes Auto kaufen? Zum Schrotthändler gehen und einfach ein bisschen Stahl besorgen. Also ich gehe in Karlsruhe, gehe ich immer zu Langendorf Metall, das ist so Richtung Südtangente raus, Ottostraße, so diese Ecke, Langendorf Metall, kostet ein Kilo dann irgendwie ein Fünfer oder irgendwie so ein Zehner, sowas. Und erstmal braten. Jo. Bitte. Nochmal zwei Fragen zur PSA. Der belüftete Helm, ab wann würde man den brauchen? Weil die Rauchgase hat man ja eigentlich immer. Also wäre das immer sinnvoll oder kann man das ignorieren? Und bei Putzmitteln, die dann vergast werden, die man dann einatmet? Also bei dieser Konservendosen oder bei dieser Dosengeschichte denke ich schon manchmal, wäre schon ganz geil, weil einfach dann diese verbrannten Lacks
Sachen einfach weg sind. So Stahl jetzt normal schweißen oder Alu, wenn es irgendwie sauber ist, habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass da irgendwie groß was passiert. Interessanter wird es dann bei Edelstahl oder anderen hochlegierten Stählen, dass dann irgendwie so Chrom plötzlich mit dabei ist oder so unangenehme Geschichten. Da willst du tatsächlich irgendeine Belüftung haben. Und das Ding ist, draußen macht es eigentlich keinen Sinn, weil dann kommt ein bisschen Luft und ein bisschen Wind und dann ist es Gas weg und dann hast du wieder irgendwie eine blöde Schweißnaht. Deswegen so ein belüfteter Helm ist gut. Gibt es beim Chinesen für 400-500 €. Ich überlege gerade irgendwie so was auch ein bisschen selber zu machen, so 3D gedruckt und so. Ja. Und für die umstehenden Leute, ab wann brauchen die keinen Schweißhelm mehr? Also Distanz und Reflexion von den UV-Strahlen etc.? Wenn es unangenehm wird. Gucken irgendwie ist nicht. Also 10 Meter entfernt, so ja, das ist immer noch hell, aber das ist dann nicht mehr so diese volle Ladung. Ja. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ja. Ich würde daher sagen, nochmal einen ganz, ganz großen Applaus. Danke, Sarah. Nächstes Jahr möchte ich von euch hören, dass ihr alle schweißt und nächstes Jahr gibt es eine Hausaufgabenkontrolle.